Machen wir uns nichts vor. Dieses Thema gesunde Ernährung, Körper, Muskulaturaufbau, dies, das. Das ist ein fucking Marathon, Alter. Du kannst nicht erwarten, dass du jetzt irgendwie da hingehst, da mal 30 Tage was machst und da plötzlich als Sascha Huber rauskommt. Das ist natürlich Quatsch. Okay, Freunde, passend zum Thema gehen wir rein in ein neues Video von Tomatolix, beziehungsweise so neu ist es gar nicht. Es ist schon einen Monat alt, aber ich möchte es mir noch gerne anschauen. Und zwar 30 Tage extrem gesund leben. Ich bin sehr gespannt. Die große Frage ist ja, was ist extrem gesund? Ich sehe hier nur Salat und eine Tomate. Ist jetzt gar nicht mal so gesund, würde ich sagen, wenn man nur das isst. Aber wir gucken mal rein. Hat er bestimmt wieder perfekt aufgearbeitet. Was passiert, wenn ich 30 Tage lang so gesund wie nur irgendwie möglich lebe? Ja. Also von der Ernährung bis zum Sport alles genau so mache, wie es... Ah, geil, geil, geil. Ach so, klar, es ist gesund leben. Ich dachte, es geht nur um Nahrung. Aber klar, es ist ja Nahrung, es ist Sport, es ist... Okay, stark. Empfohlen wird. Das werde ich ausprobieren. Ja. Laut Statistik ist jeder siebte Todesfall in Deutschland auf ungesunde Ernährung zurückzuführen. Sie erhöht das Risiko für Herzinfarkte, Depressionen, Schlaganfälle und viele weitere Erkrankungen. Außerdem bewegt sich ein großer Teil der Bevölkerung zu wenig. Mehr als 40% der Deutschen bewegen sich zu wenig. Viele Deutsche schaffen es nicht, sich 150 Minuten pro Woche körperlich zu betätigen. Was? Besonders schlecht sieht es bei Teenagern aus, der wir was, 150 Minuten pro Woche? Das ist doch quasi gar nicht möglich. 150 durch 7 Tage. Viele Deutsche schaffen es nicht, sich am Tag 22 Minuten zu bewegen? Alter, was ist da? Hä? Das geht doch gar nicht. Das ist doch nicht machbar. 22 Minuten. Die schaffen es nicht am Tag sich zwei... Also nicht, schläft schlecht und ist massiv gestresst, was wiederum andere gesundheitliche Probleme mit sich... Das liegt an diesem ganzen TikTok-Scheiß, weil ihr euch zu viel von diesem ganzen Firlefanz reinzieht. Bringt. Und auch ich bin da keine Ausnahme. Ich achte nicht wirklich darauf, was ich esse, bin allein durch den Job ziemlich oft gestresst und schaffe es maximal ein bis zweimal die Woche Sport zu machen. Wie die meisten will ich auch gerne möglichst gesund leben, aber im Alltag ist es halt oft nicht so einfach. Zu bequem ist es, ungesund zu essen oder eben nicht zum Sport zu gehen. Aber wie schwer ist es wirklich, ein... Weil die alle keine Disziplin haben, ich sag's euch, wie es ist. Perfekt gesundes Leben zu führen und was macht das mit mir, wenn ich mich an alle Vorgaben halte? Das will ich ausprobieren und mache das Selbstexperiment. Finde ich aber geil. Cooles Ding. Ich feiere Tomatolix, die Videos, die Themen sowieso. Ist wirklich, das ist einer der seit Jahren einfach kranken, geil produzierten, spannenden Content bringt. Und das finde ich in gefühlt einer Fernsehoptik, so von der Qualität her, aber in richtig gut. Und nicht in so komisch. Wisst ihr, wie ich meine? So, also Fernsehoptik meine ich im Sinne von mit Ansteckmikrofon, er hat irgendwie mal zwei Kameramänner richtig recherchiert, sowas, das meine ich damit, aber halt nicht so schlecht wie viele Sachen beim Fernsehen, sondern richtig gut. Also dann nochmal Props. Experiment auch messbare Ergebnisse zu bekommen, lasse ich mich vorher und nachher untersuchen und mache Aufnahmen von meinem Körper. Ja, da müssen wir aber mal angreifen, Kollege. Aber welche Faktoren beeinflussen unsere Gesundheit genau? Ich treffe Professor Dr. Ingo Frohböse. Er ist Sportwissenschaftler und kennt sich bestens in Sachen Gesundheit aus. Ja, ich gehe mal von 5 Faktoren aus. Bewegung, körperliche Aktivität, Training. Ja. Zweites ist Ernährung. Ja. Natürlich wissen wir alle, ganz wichtiger Baustein. Ja. Das dritte ist der Stress, der uns belastet. Den kriege ich nämlich durch euch immer hier draußen. Das ist noch mein Problem. Da muss ich noch dran arbeiten am Thema Stress. So, ich setze mich mal nach hier oben. Wenn wir irgendwie in den Griff bekommen. Das vierte ist der Schlaf. Und das fünfte ist der Suchtmittelkonsum. Oh. Natürlich, damit meine ich. Oder gucken wir mal kurz. Bewegung. Okay, ich habe gerade ein bisschen dieses Knieproblem. Ich habe übrigens jetzt in 2 Tagen Arzttermin und so weiter. Muss ich abchecken lassen. Aber sonst Bewegung, würde ich sagen, passt bei mir halbwegs. Ist okay. Ist vielleicht manchmal, vielleicht sogar auch ein bisschen drüber, aber ich habe auch manchmal einen am Sender. Okay. Ernährung. Doch, würde ich auch sagen. Ich gönne mir hier und da auch mal, aber ich achte schon drauf, dass das alles passt. Bisschen Low Fat. Dies, das, kein Süßkram. Okay, Stress. Stress geht eigentlich auch bei mir. Ich habe mal Phasen, weil da ist stressig, aber dann ist auch wieder sehr entspannt. Ne? Okay, Schlaf passt auch. Drogen nehme ich keine. Alkohol und Rauchen. All diese Faktoren muss ich also bei meinem Experiment berücksichtigen. Für das Thema Stress habe ich mir überlegt, ich packe weniger auf meine To-Do-Liste, arbeite nicht zu lange und nicht am Wochenende, nehme mir bewusst Auszeiten und lösche Social-Media-Apps wie TikTok, Twitter und so weiter, weil da unterwegs zu sein, kann ja schon ganz schön stressen. Ich schlafe jede Nacht mindestens 8 Stunden, gehe zu festen Zeiten ins Bett und stehe zu festen Zeiten auf, also so wie bei meinem innere Ur-Selbstexperiment. Ich verzichte komplett auf Alkohol und andere Drogen, also ich ziehe mein 30 Tage ohne Drogen selbst Experiment. Wow!
Leute. 30, soll ich mal, wie, das wäre geil. Stell dir vor, ich mache so ein Selbstexperiment. Leute, ich mache Selbstexperiment 30 Tagen ohne Drogen. Alter, was ist los mit euch? Experiment weiter durch. Aber wie sieht's mit der... Das wird hart. Und eine Riesenveränderung. 34 Jahre ohne Drogen. Naja, gut, naja, man muss natürlich sagen, ne, Alkohol zählt natürlich auch mit rein. Das ist der eine oder andere Whisky-Cola, der kann auch schon mal gesippt werden, aber auf den könnte ich auch ganz entspannt verzichten. Und das ist vielleicht irgendwie gefühlt einmal im Monat. Manchmal auch zweimal. Kaffee, Droge. Ja, ich trinke keinen Kaffee. Müll. Also, wer kaffeeabhängig ist, das ist für mich sowieso, ist für mich nicht verständlich. Wie man sich so in so eine Abhängigkeit begeben kann. Zucker ist eine Droge. Naja, Geschlechtsverkehr auch. Körperlichen Aktivität aus. Also, wie viel sollte man sich für ein perfekt gesundes Leben bewegen? Oh, ich würde jeden Tag Bewegungspunkte im Alltag sammeln. Ja. Beweg dich so viel wie möglich. Ja. Die Inaktivitätszeiten, also vor deinem Computer maximal immer eine Stunde am Stück. Dann stehst du wieder auf und machst ein bisschen 5 bis 10 Minuten Bewegung. Versuch so viel wie möglich Wege zurückzulegen, die eben nicht motorisiert sind. Zweitens, 3 bis 4 Mal in der Woche Herz-Kreislauf-Training betreiben. 45 bis 60 Minuten ruhig. Sanft, immer mit ausreichend Sauerstoff und Ja, das ist quasi die Runde, die ich gelaufen bin, ne? Ruhig, sanft, entspannt, 45 bis 60 Minuten, 3x4x täglich, das ist eigentlich so die Runde, die ich gemacht habe. Das ist eigentlich gut. Mindestens 2. Kriegst du nie Kaffee? Ich habe noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken. Wenn ich das Zeug rieche, krieg ich's kotzen. Ekelhaft, die Scheiße. Einmal in der Woche Muskeltraining für alle großen Muskelgruppen. Das stärkt schon die Muskeln. Und du machst 30 Tage Challenge, da bin ich sicher, dass deine Haltung besser wird und du schon verspürst, hier hat Muskelmasse zugenommen. Ich habe mir gedacht, ich fange das Experiment erstmal mit einer Runde Joggen an. Also ich habe mir vorgenommen, jeden... Erstmal schönes Knie zerficken. ...zweiten Tag zu joggen oder halt ins Gym zu gehen und Krafttraining zu machen. Heute ist Joggen dran, kenne ich ja noch aus meinem 30-Tage-Joggen-Selbstexperiment. Und ich muss sagen, seitdem mag ich Joggen. Also ich mache das immer noch ab und zu und jetzt nochmal auf jeden Fall ein bisschen regelmäßiger. Let's go. Die Frage ist, wie lange geht der Joggen? Ich predikte, ich sag 20 Minuten macht er. Okay, ich hab's geschafft. Ich bin ganz schön durchgeschwitzt, aber war auf jeden Fall gut. Und jetzt geht's direkt an mein gesundes Frühstück. Ah, das hätte mich mal tatsächlich interessiert, rein von den Werten. Wie lang war er joggen, was hatte für ein Pace und so weiter. Hätte auch eine kleine Einblendung irgendwo sein können. Ja. Aber Burkedow mit Hähnchen und Körnerbrot. Ja. Was genau bedeutet gesunde Ernährung wirklich? Beim Thema gesunde Ernährung gibt es ja auch immer super viele verschiedene Meinungen. Deswegen treffe ich den Ernährungsexperten Dr. Volker Manns. Jetzt geht es bei dem Experiment ja darum, 30 Tage so gesund wie möglich zu leben. Was macht denn im Gegensatz dazu schlechte Ernährung mit unserer Gesundheit? Der Körper wird merken, wenn du dich ungesund ernährst. Du hast Entzündung, du hast Übergewicht, du hast Konzentrationsschwächen, du bist schlapp, Krankheiten treten auf. Es braucht nur ein Symptom auftreten und klack, 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 wie so ein Dominostein kommen die anderen hinterher und das möchte kein Mensch. Was versteht man allgemein unter einer gesunden und ausgewogenen Ernährung? Da gibt es auch Empfehlungen gerade. Erstmal 200 Gramm Eiweiß pro Tag. Ist schon mal wichtig. Für Tinte auf dem Füller und Muskelwachstum. In der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wir haben 3 Portionen Gemüse am Tag, 2 Portionen Obst. Du solltest eher weniger Kohlenhydrate, mehr Proteine essen, weil Was habe ich euch gesagt? Was habe ich euch gesagt? Dieses Thema mit 3 Portionen so und 3 Portionen so oder 2 Portionen so ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das ist ja, was ist jetzt eine Portion? Die sind sehr sättigend, das heißt, du isst dann auch nur dann, wenn du Hunger hast. Du solltest trinken, so 1,5 bis 2,5 Liter am Tag. 1,5 Liter am Tag, das ist aber ein bisschen wenig. Da bist du ja komplett dehydriert. Dann solltest du darauf achten, keinen industriellen Zucker zu nehmen, weniger Salz und keine Fertigprodukte. Weil da sind zu viele künstliche Zusatzstoffe drin. Und als letztes sind Öle und Fette, kann man wunderbar auch morgens ins Müsli eben kalt reinbringen. Viele vergessen bei der Ernährung, dass das Thema Trinken dazu gehört. Wir brauchen 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Oh, warte mal, was hat er gesagt? 30 Milliliter pro Kilo? Nee, was? Warte mal. Wir sind ja auch auf dem Bildungsfernsehen hier. Zugehört. Wir brauchen 30 Milliliter pro Kilogramm Körper. Pro Kilogramm. Also 30 Milliliter. 30 Milliliter sind ja, warte mal, verdammte Scheiße. 0,03 mal 83 Kilo sind 2,5. Ja, okay, 2,5 Liter Wasser. Okay. Körpergewicht pro Tag. Das heißt, bei dir sind das ungefähr mindestens 2. Portion ist in der Regel eine Handvoll. Ja, aber was ist eine Handvoll? Eine geschlossene Hand, eine offene Hand, es fällt alles runter. Also eine Paprika ist zum Beispiel eine Handvoll, oder was?
Aber Möhren, zum Beispiel eine Handvoll Möhren, Alter. 3,1 Liter pro Tag, die du trinken solltest. Und davon, ja. Achtung, 60% am Vormittag. Starte morgens am besten mit einem großen Glas lauwarmen Wasser. Und wenn ich dir noch einen kleinen Tipp geben kann, tropf da immer morgens jetzt für die nächsten Zitrone rein. Wochen einfach eine halbe Zitrone rein. Wenn du da Mensch, für den Vitamin-C-Schock am Morgen. Mit startest, hat der Körper auch direkt wunderbar einige Mineralien und Spurenelemente, die er dann wunderbar direkt verarbeiten kann. Schön lauwarm Zitronenwasser. Und dann noch eine Prise Himalaya-Salz rein. Und einen Löffel, hier, Leinöl oder sowas. Und noch Apfelessig, einen kleinen Nippes. Manz hat dann mit mir einen optimalen Ernährungsplan für mich erstellt und der sieht so aus. Ja. Erstmal verzichte ich komplett auf Fastfood, Softdrinks, Zucker und verarbeitete Lebensmittel und achte darauf, dass ich alle drei Makronährstoffe und die Mikronährstoffe... Ja, Proteine, Kohlenhydrate, Fette, das Makro, genau. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, ja. Im richtigen Verhältnis zu mir nehme. Beim Frühstück soll ich 50% Proteine, 25% vollwertige Kohlenhydrate und 25% stärkearmes Gemüse und zuckerarmes Obst essen. Beim Frühstück 50% Proteine. Okay, das finde ich schon mal ganz spannend. 50% Proteine beim Frühstück. Da kommst du aber mit einem Porridge und einem Müsli, ist das ja quasi schon nicht machbar. Oder bin ich gerade doof? Ich bin mal gespannt, was er gleich macht. Also aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, du musst also eigentlich in, ich sag mal, Hähnchenbrot mit Ei drauf. Und dazu bisschen Paprika, Tomate, Möhre so. Das ist so, ne? Ja, okay, mit Magerquark. Ja, okay, du könntest in die Porridge-Müslichen mit Magerquark gehen. Stimmt. Ja, bisschen Scoops Whey. Ja, okay, stimmt. In die Richtung kannst du dann auch hochbringen, ne? Ja, recht. Dazu ein Esslöffel gesundes Fett. Mittags und abends soll ich 50% stärkearmes Gemüse, 25% Proteine und 0-25% vollwertige Kohlenhydrate essen. Dazu ein Esslöffel gesundes Fett. Dazu habe ich noch Listen mit Lebensmitteln bekommen, an denen ich mich grob orientieren kann. Mind to Shape. Das ist ja vielleicht auch die große Body Transformation, die er gekauft hat. Empfohlene Proteinquellen sind zum Beispiel Quark. Ich guck mal, was ich davon selber esse und zu mir nehme, okay? Magerquark, check. Quark, Ei, Tofu, Fisch. Tofu, ja. Nee, Tofu esse ich tatsächlich gar nicht. Also habe ich auch mal gegessen, aber irgendwie gerade gar nicht. Fisch esse ich eher selten. Oder Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte, ja, schon. Beim Gemüse sind das so Sachen wie Tomate, Gurke, Ja. Gurke, ist Gurke was? Oder Gurke ist doch Müll eigentlich? Gurke ist doch nichts drin. Tomate, ja, Paprika, Möhre würde ich noch stark für... Paprika, Brokkoli oder Rucola. Ja, Brokkoli auch stark. Obst, sowas wie Beeren, Apfel oder Zitrusfrüchte. Wo ist die Banane? Ey, die Banane muss rein, ich sag's dir ganz ehrlich, Banane ist der Shit. Kohlenhydraten, sowas wie Vollkornbrot, Vollkornreis, Vollkornnudeln, Linsen, Couscous, Haferflocken. Oh, ich wollte gerade sagen, wo sind die Haferflocken, mein Freund? Flocken und an gesunden Fetten, sowas wie Leinöl, Nüsse oder Avocado. Avocado heißt das. Auch sowas wie fermentierte Lebensmittel sollten regelmäßig auf meinem Teller landen. Echt? Sauerkraut und saure Gurken? Echt? Ist das so ein Ding? Dr. Manz rät mir noch, ich soll 1,2... Gurke ist nur Wasser, ne? Ich weiß nicht, Gurke ist, glaube ich... Oh, hier, 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Körpergewicht. Ja, auch mal auf 2 hochschrauben. Bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehmen. Was das hast du? Das sollte noch zu einem echten Problem für mich werden. Tatsächlich, ja, mit der... Pass auf, mit der normalen Ernährung, wenn du das nicht gewohnt bist und dich da null mit beschäftigst und gefühlt so dein Essen einfach aus dem normalen Alltag, vielleicht von damals von zu Hause und Schulkantine und so weiter kennst, dann ist es teilweise echt ein Problem, auf die Proteine zu kommen. Aber an sich, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, ist es super easy. Es ist echt kein Ding. Mit den ganzen Infos und einem Beispiel Wochenplan kann das Experiment starten. Ich bin gerade einkaufen. Und was hat er hier? Quinoa rein da. Oh, da sehe ich doch sofort K-Klassik hier. Kaufland. Ah, beste Laden. Da gehe ich auch mal. Oh, hier. Salakis Natur. Ganz schön fettig. Gute Eiweißquelle. Garnelen am Start. Hier, das sind das. Was sind das? Haferflocken. Was hier? Thunfisch sehe ich hier hinten. Die guten Zitronen für morgens. Koriander. Das ist echt gar nicht so einfach, weil echt überall Zucker drin ist. Und... Ja, das sind ja alles industriell vorverarbeitete Lebensmittel. Da ist der Scheiß überall drin. Was haben wir hier? Kohlenhydrate, davon Zucker 4,6. Ja, das ist
ich irgendwie so einen ganz neuen Warenkorb zusammenstellen muss. Und dadurch dauert das auch einfach ewig. Also ja, aber es dauert auch nur ewig, wenn du das erste Mal machst und dich damit beschäftigst. Irgendwann ist das komplette Normalität. Der ist schon mindestens halb. Und jetzt ein Call von mir, also ich beschäftige mich ja auch viel mit dem Thema und so weiter, weil mir es einfach wichtig ist, damit ich leistungsfähig bin. Und ich weiß nicht, für die Leute, jetzt pass auf, werden sicherlich nicht allzu viele machen, aber ein gewisser Teil wird das ja ähnlich machen, sich halbwegs gesund ernähren, gesund einkaufen und der Warenkorb sieht so aus, ne, wie ihr da. Und dann, pass auf Leute, jetzt, ich bin gespannt, ob irgendwer da draußen das verstehen kann und nachempfinden kann. Oder vielleicht sogar andersrum. Worauf will ich hinaus? Wenn ich einkaufen gehe und da ist alles schön voll, da sind Bananen, Heidelbeeren, Haferflocken, so, keine Ahnung, ja, Pute, Hähnchen, so der ganze geile Shit drin, Magerquark, dies, das, ne? Und dann kommst du an die Kasse, legst das auf die Kasse und dann geht der Blick links und rechts auf das, was vor dir auf dem Band liegt und das, was hinter dir auf dem Band liegt. Und jetzt sage ich euch ganz ehrlich, wie ich es empfinde. Jedes Mal stehe ich da und denke mir so, boah, ihr Lappen, ihr habt euer Leben nicht unter Kontrolle. Da kommt die Bockwurst drauf, die Götterspeise, das weiße Toast, die Nutella. So, ich stehe da, ich guck immer, zack, dieses Warnband an, guck die Person an und denk mir so, komm, lass es. Und das macht mich auch ein bisschen glücklich so. Ich ernähre mich auch so ein bisschen an dem Leid der anderen, so daran ergötze ich mich so ein bisschen. Ich fühle mich dann gut irgendwie, das gibt mir Energie. Dann guck ich nach vorne und denk mir so, Pfanne-Eistee, na dann schön mal rein in den Schlund. Das ist, ich liebe diesen Moment, Leute. Ich liebe das. Bestimmt oder so hier drin. Normalerweise geht's schnell. Weil mir das zeigt, dass die ihr Leben nicht unter Kontrolle haben, mäßig so, weißt du? Das ist so. Ja. Gerade aufgestanden, das heißt jetzt erstmal hier das lauwarme Wasser mit ein bisschen Zitrone. Das ist komisch. Alles gut, Leute, man muss. Also erstmal kann jeder machen, wie er will. Es geht gar nicht darum, die Leute da jetzt irgendwie schlecht zu reden, sondern sollen sie es aber machen. Kann ja jeder das essen, was er will. Jeder kann rumlaufen, wie er will. Kann mit seinem Körper machen, was er will. Ey, alles gut, ne? Aber trotzdem gibt mir das irgendwie was, so einen kleinen Motivationspush. So, das ist genauso wie wenn du beim Sport bist, keine Ahnung, und du bist schneller als wer anders und denkst so, ja, geil. So, das motiviert, das zieht dich, weißt du? Man fühlt sich so ein bisschen besser irgendwie. Und vielleicht gibt's genug Leute, die das nicht trauen, sich öffentlich auszusprechen, weil sie sagen, dann stehe ich wieder da als Assi und so und bla, aber ich fühle das sehr. Lauwarmes Wasser zu trinken. Zum Frühstück gibt's heute bei mir Vollkornbrot mit Avocado und Ei. Das hat viele Nährstoffe. Das Ding ist, dass ich jetzt bei diesem Experiment. Aber auch sehr fettig. Muss man sagen. Eier, darf man nicht verraten, ne? Mit Eigelb, dies, das. Dann noch Avocado dazu. Mit alles, was ich esse, tracken werde. Ja, das ist, da sehe ich doch die gute alte Yasio-App. Die nutze ich auch. Habe ich auch eine Kooperation jetzt gerade am Vorbereiten für Instagram, Leute. Ah ja. Geile App, definitiv. Eiweißbrot, ja, 6 Eiweiß, Fett. Werde. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen nervig wird. Es ist nur Anfang. So sieht das Ganze fertig aus. Ich glaube, das wird lecker. Das sind jetzt ungefähr 600 Kalorien. Guck mal, was haben wir hier drin? 6 Kaloriefür ein Frühstück. Diese ganze Kaloriengeschichte hat er wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so thematisiert, wie viel Kalorien er jetzt da irgendwie zu sich nehmen sollte und sonst was. Aber, und was war mein Call? Guckt euch an, wie fettig das ist, Alter. So, pass auf. Und jetzt fängt der Hase an zu humpeln. Wir merken uns 7 Minute 1. Jetzt geht's mir wieder, du musst wieder auf die Details achten, Leute. Ihr müsst auch mal in die Recherche reingehen. Pass auf. Hier. Frühstück. Hier fängt der Hase jetzt nämlich an zu humpeln. Frühstück. 50% Proteine. Ja, das haben wir aber schon mal nicht hinbekommen hier. Das wird so nichts. Naja, wir gucken weiter. Bin gespannt, wie es schmeckt. Hast du fettig? Ist zu fettig, sag ich euch ganz ehrlich. Ist zu fettig. Du hättest die Avocado weglassen müssen. Da kommt direkt der Schwimmreifen durch. Da geht's in die Mast rein. Übrigens die App Yasio. Damit ist es super leicht. Da ist aber auch das Placement drin. Wie geil. Hä, ist ja witzig. Dann machen die wahrscheinlich gerne gerade so ein bisschen Placements. Ich habe eben vor dem Stream, vor einer halben Stunde, gerade mein Skript für die Kooperation weitergeleitet zur Abnahme. Für meine Integration. Voll witzig. Und ich find's geil, weil ich die App halt tatsächlich seit, keine Ahnung, 3, 4 Jahren nutze.
ist nice. Eine Ernährung im Auge zu behalten. Und ich benutze die tatsächlich schon ein bisschen länger, nachdem die mir mal ein Fitnesstrainer empfohlen hat. Deswegen freue ich mich sehr, dass Yasio dieses Video unterstützt. Yasio hat eine riesige Pop-App, aber wartet bitte, bis meine Kooperation kommt, okay? Datenbank, in der alle möglichen Lebensmittel gespeichert sind. Das Einzige, was man zum Tracken machen muss, ist den Barcode des jeweiligen Lebensmittels zu scannen und schon sieht man die kompletten Nährwerte. Ja, und auch Lebensmittel, die keinen Barcode haben, wie Obst oder Gemüse, sind bei Yasio gespeichert. Da muss man dann alles einfach drin. Nur die... Du kannst selbst ganze Gerichte, wenn du beim Asiamann bist und dir Hühnchen mit Dingen, kannst du eingeben, bub. Entsprechende Menge abwiegen und kann das dann auch bei sich eintragen. Am Anfang so ein bisschen hart, ein bisschen nervig mit dem ganzen Abwiegen und Eintragen und so weiter, aber hast du immer drin. Zu sehen, wie viele Kalorien man zu sich nimmt und wie die Makronährstoffe des Essens zusammengesetzt sind. Und mir hilft das einfach voll dabei, bewusster zu essen und überhaupt erstmal zu verstehen, welche Lebensmittel wie gesund sind. Bevor man loslegt, kann man ein paar Ziele festlegen, also ob man abnehmen oder Muskeln aufbauen möchte. Und anhand dessen wird dann der entsprechende Kalorienbedarf. 1800 nur. Das ist natürlich wenig. Aber gut, er ist vielleicht auf Abnehmen eingestellt. Aber pass auf! Pass auf! Chat! Wem fällt was auf? Wer hat aufmerksam aufgepasst in der Klasse? Ich bin der Lehrer jetzt hier. Ich mache den Vortrag. Was fällt euch auf? Ihr müsst wieder auf die Details achten. Ihr müsst mal ein bisschen mehr euren Fokus wahren. Chat, jetzt will ich den Call haben. Wer ist hier gerade im Video mit dabei? Es geht nicht um Woche 64, es geht nicht ums Datum. Nichts verbrannt, Carbs zu hoch. Ja! Tamola hat's quasi vom Thema. Fett ist mit dem Frühstück fertig. Er hat hier tatsächlich, ich gehe mal davon aus, er hat das ja eingestellt auf seinem Profil. Ich kenne ja diese Optik. So, der neue Tag, 5.10. geht los. Und hier steht jetzt drin, wie viel hast du verbrannt beim Sport, bla bla bla, was musst du essen. Und hier siehst du vorher schon, wie viel du essen darfst, über den ganzen Tag. Oder solltest, ungefähr, ist so ein Richtwert, ne? Und da sind im gesamten Tag 58 Gramm Eiweiß, ne? 58 Gramm Eiweiß und er hatte, wenn ich mich nicht irre, ich will jetzt nicht nochmal zurückgehen, in seinem Frühstück, glaube ich, allein schon 48 Gramm. Aber er hat mit dem Frühstücksding, mit der Avocado, hat er schon gefühlt, keine Ahnung, 90% seines kompletten Fettbedarfs. Er hat, glaube ich, noch einen Teelöffel hier Sonnenblumenöl oder so sich reingeknallt. 43,5. Ja, dann waren es 43,5. Das ist es. Bedarf ermittelt. Ah ja. Mit Yasio Pro kann man coolerweise seine anderen Fitness-Apps mit Yasio verbinden. Das ist praktisch, weil wenn man durch sein Training Kalorien verbrennt, weiß Yasio auch, dass man mehr Kalorien essen kann. Ja. Und so hat man dann all seine Fitnessdaten in einer App gesammelt. Außerdem gibt es bei der Pro-Version ein riesiges Rezeptbuch mit über 2500 gesunden Gerichten und man hat die Möglichkeit, sich wöchentliche und monatliche Auswertungen anzeigen zu lassen. Ja, deswegen habe ich mich damals direkt für die Pro-Version entschieden. Ihr könnt Yasio aber auch kostenlos nutzen. Natürlich habe ich noch einen Rabatt für euch. Auf yasio.me/tomatolix bekommt ihr 50% Rabatt auf das Yasio Pro Abo. So bezahlt ihr nur 2,49 Euro im Monat. Einfach auch mal auf meinen Link warten, danke. Also wenn ihr auch Lust auf einen gesünderen Lifestyle habt, dann probiert Yasio doch einfach mal aus. Ich bin wirklich großer Fan davon. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Kann er mit der Vorgabe überhaupt auf die Kalorien kommen? Ja, das kommt schon hin, das passt schon. So. Wenn ihr euch dran erinnert, für die Leute, die mich auf Instagram verfolgen und immer diese Übersicht gesehen haben über Kalorien und Essen und keine Ahnung was, das ist genau aus der App alles gescreenshottet. So, wieder soweit. Tag 4. Beim Sport. Da ich morgen keinen Bock habe, mittags nicht zu wissen, was ich essen kann oder dann Stress zu haben, werde ich jetzt ein bisschen Meal preppen, damit ich auch wirklich was Gesundes esse. Das heißt, ich koche jetzt was Schönes und werde was vorbereiten für die nächsten Tage. Was haben wir hier Schönes? Hummus, ja. Auch wieder sehr fettig. Geil, aber sehr fettig. Weil da ein Haufen Öl drin ist. Ansonsten. Was haben wir hier? Blumenkohl, Kichererbsen. Ja, aber so eine richtige Proteinquelle, außer die Kichererbsen hier so ein bisschen, haben wir nicht drin, ne? Ich würde ja schon wieder aus dem Bauch raus, nur vom Sehen her, würde ich sagen, hier ist noch Reis drunter. Es fehlt ein bisschen die Proteins. Ich weiß ja, dass ich zwischendurch immer mal ein bisschen Lust habe, irgendwas zu snacken. Deswegen habe ich mir gerade einfach mal ein paar Nüsse abgefüllt. Ja, Nüsse auch wieder nur Fett. Ich sag's euch, Leute. Ich wette, es wird so viele Leute geben, die so richtig aggressiv auf diese Reaction sind, weil die denken, der Meinecke erzählt wieder nur Scheiße, der hat keine Ahnung. Der Punkt ist, und das ist nur meine persönliche Erfahrung, ne? Viele Sachen davon, die er da zeigt, sind gesund und gut. Sei es ein Avocado, sei es auch der Hummus mit den Kichererbsen da quasi, sei es die Nüsse. Aber die sind auch alle sehr fettig. Und du musst genau darauf achten, wie viel du isst.
Ja? Es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt hier, ich sag mal, eine kleine Handvoll oder so 50 Gramm, so ich sag mal so 5, 6 Nüsse isst, oder ob du dir da unterwegs mal kurz dieses Glas wegsnackst. Wenn du dieses Glas hier wegsnackst, na Happy Birthday, Alter. Das ist super fettig. Es sind gute Fette. Aber es bringt dir trotzdem nichts, wenn du dir einen Haufen gute Fette reinknallst, weil die gehen dir auch in deinen Rettungsring rein. Das sind jetzt ungefähr 100 Gramm. Ja, da kommt es nämlich. Aber das sind doch gesunde Fette. Ja, und glaubst du, weil es jetzt gesunde Fette sind, gehen die nicht in deinen Arsch rein? Oder was? Das ist doch, weißt du, wie ich meine? Fett ist doch trotzdem Fett. Ja, gesunde und ne und so weiter. Aber wenn du dir trotzdem Haufen gesunde Fette reinknallst, na, dann landen die trotzdem in deinem Bauch und in deinem Speck und keine Ahnung was. Lieber eine Fette als gar keine. Gut, da hast du natürlich recht an der Stelle. Sieht irgendwie direkt so fancy aus, wenn man das in so ein Glas reinmacht. Das Experiment läuft ja jetzt seit ein paar Tagen und was mir auf jeden Fall... Aber mich würden echt die Tracking-Daten interessieren. Weil er ist jetzt an Tag... Oh, ich hoffe, dass da irgendwie... Weil irgendwie das passt nicht so ganz hin. Von dem, was er gezeigt hat, was er frühstückt, meiner Meinung nach passt das ja eigentlich nicht zu dem, was er eigentlich sich vorgenommen hat. Was, beziehungsweise, es passt nicht dazu, was der Arzt gesagt hat, mit den 50% Protein, was er am Anfang gezeigt hat, passte das Frühstück nicht dazu. Und das Frühstück passte auch nicht zu dem, was Yasio in der App angezeigt hat, was du essen sollst. Das stimmt nicht. Das funktioniert nicht. Deswegen, das ist, glaube ich, mal ganz spannend. Und dann, Schwerst dann das Thema, wisst ihr, was ich meine? Ist mich 100% gesund zu ernähren, weil ich zwischendurch schon Lust habe, irgendwie mal was Ungesundes zu essen, oder? Ich kann essen, was ich will, ich nehme nicht zu. Ja, kenne ich diese Fehlannahme, kenne ich auch aus meiner Jugendzeit, wo ich auch immer gesagt habe, ich kann essen, was ich will, ich nehme nicht zu. Ja, das ist aber Quatsch. Es gibt natürlich welche, die einen anderen Stoffwechsel haben, die mehr verbrennen, aber wenn man zunehmen möchte, ob Muskeln, wie auch immer, ist das definitiv möglich. So, und wenn du dann nämlich mal anfängst, dich wirklich mit Ernährung zu beschäftigen und mal mit Tracking zu beschäftigen, dann merkst du plötzlich, oh, ja gut, jetzt raff ich auch, warum ich nicht zugenommen habe, weil ich vorher halt nicht mal ansatzweise das gegessen habe. Ich bin Ü50. Naja, okay, dann geht's ja. Ein paar Süßigkeiten oder so. Das geht sogar so weit, dass ich heute Nacht geträumt habe, dass ich einfach heimlich ein bisschen Schokolade gegessen habe und das nicht getrackt habe oder so, weil ich da dann so Lust drauf hatte. Ja, aber wo ist denn da die Disziplin? Du kannst doch nicht drei... Also warte mal. Und das nicht getrackt habe oder so. Aber du kannst doch nicht Experiment machen, 30 Tage extrem gesund leben und dann bist du plötzlich dann und sagst, ich esse heimlich nachts Schokolade und track die nicht mal. Was ist denn hier los? Das ist ja die Sucht, das sind ja die Drogen. Das ist ja die Zuckersucht, die hier reinknallt. Er hat nur geträumt? Er hat geträumt. Ah, okay. War nur ein Traum. Halt, stopp. Er hat's nur geträumt? Ah, okay. Okay. Ich fahre mich wieder ein bisschen runter, Chat, okay? Vielleicht habe ich mich gerade ein bisschen hochgefahren, die letzten 9 Minuten 30. Ich fahre mich jetzt wieder runter. Er hat's nur geträumt, okay? Wir beruhigen uns. Alles klar, Chat. Dafür seid ihr ja hier, um mich auch wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, okay? Weil ich da dann so Lust drauf hatte. Das ist, schon ein bisschen komisch. Oh Mann, ey. Boah, heute... Muss auch mal zuhören. So ein Tag, wo ich gar keinen Bock aufs Training habe. Also ich bin irgendwie den ganzen Tag schon so ein bisschen schlapp und müde. Ich hoffe sehr, dass ich nicht krank werde. Und ich habe einfach so gar keinen Bock. Und draußen ist auch richtig schlechtes Wetter. Kenn ich auch. Ist bei mir, ich sag ganz ehrlich, trainingsmäßig, so ein Zustand habe ich in 70% der Fälle. Safe. 70-80%. Manchmal, wenn ich dann im Training bin und die ersten Übungen mache, dann komme ich rein mit der passenden Mucke noch, dann kann es manchmal auch geil sein. Aber ansonsten, ja, das gehört dazu. Ja, kalt. Das sind die Fette, stimmt. Ihr habt recht, das sind die Fette. Ja, die Fette machen dich hier gerade mürbe und bringen die Motivation in den Keller und machen dich träge. Es sind die Fette, ich sag's euch. Zu motivieren. Das wird wirklich nicht einfach. Am schwersten während meines Experiments war es echt, Stress zu vermeiden, weil mein Job wird gerne mal ein bisschen stressig, sei es bei Dreharbeiten oder auch wenn man eine Deadline für ein Video hat. Und Stress ist ja oft auch nicht so richtig messbar. Wie kann sich Stress auf die Gesundheit auswirken? Ja, wir wissen, dass Dauerstress, chronischer Stress, zu vielen psychischen Reaktionen führt, aber auch zu körperlichen Reaktionen führt. Wir haben gar nicht so ein großes Belastungsproblem. Wir haben in unserer Gesellschaft eher ein Regenerationsproblem, weil wir mit der Belastung nicht richtig umgehen. Ein Beispiel: Du kommst abends
kamst nach Hause, hast den ganzen Tag vor dem Computer gesessen. Ja. Kaputt. Was machst du? Erstmal TikTok an. Bist du träge, bist du. Was machst du? Setz dich vor den Rechner. Die Netflix-Serie musst du noch gucken. Vielleicht am besten vielleicht zwei Folgen hintereinander. Das Problem ist nur, es ist der gleiche Kanal, ist die gleiche Belastung, ist die gleiche Konsumrichtung. Wir müssen aber Belastung durchaus... Du musst dich hochfahren danach. Das ist das Ding. Aber das ist auch schwer, weil die Leute halt fertig sind. Gleich durch Regeneration beantworten. An diesem Beispiel erkennt man das ganz schön. Ja? Gib dich raus aus der ursprünglichen Belastungssituation. Mach etwas völlig anderes. Hör Musik, lese... Mach eine Spätitour. Geh schön in die Stadt, hol dir ein Bierchen und geh ein bisschen spazieren. Bis zum nächsten Späti und da holst du dir wieder ein Bierchen. Was, geh spazieren, geh raus in die Natur, wecke andere Sinne. Das ist die eigentliche Notwendigkeit. Spaß, ich trinke kein Bier. Um Stress zu bearbeiten. Und insofern ja, beantworte Stress mit körperlicher Aktivität oder mit anderen schönen Dingen, die aber ganz weg sind von deiner Alltagsbelastung. Um dem Stress vorzubeugen, habe ich mir bewusst Auszeiten genommen. Ich mache einfach eine kleine Wanderung. Also das hilft irgendwie so am besten gegen Stress, einfach mal so ein bisschen in der Natur zu sein. Oh, aber auch der Sport am Abend nach so einem stressigen Arbeitstag hat mir geholfen, so ein bisschen runterzukommen und mich entspannter zu fühlen. Training beendet. Es ist Zeit für Abendessen und heute gibt es mal wieder Bowl. Also irgendwie sind Bowls zu meinem absoluten Lieblingsessen geworden während dieses Experiments, weil das ist halt voll praktisch. Ich nehme einfach Zutaten, die gesund sind, die meine Werte abdecken und packe die irgendwie alle zusammen und es schmeckt meistens auch gut. Und was ich bei diesem Experiment auch schon kennengelernt habe, ist irgendwie so neue Getreidesorten. Hirse oder Quinoa, das sind so Sachen, mit denen ich vorher nicht so oft gekocht habe. So esse ich tatsächlich sehr wenig so eine Dinger. Aber finde ich richtig gut. Heute werde ich mir, glaube ich, eine kleine... Aber ich esse gerade immer Kichererbsennudeln. Das ist der Protein-Shit, Leute. Lachsbowl machen. Was mich bei der ganzen Sache schon so ein bisschen nervt, ist immer... Stell dir vor, alle Städter gehen täglich mal raus in die Natur. Eieiei. Dort sind sie dann nicht gestapelt übereinander wie in Hochhäusern. Ja. Alles zu tracken und dafür abzuwiegen und so. Aber das Gericht hat, glaube ich, jetzt ganz gute Werte. Oh, warte, 700 warte. Kalorien. 700 Kalorien... Ja, das ja, sieht das mal so, so Erdnussmus, Alnatura für Linkszwiebeln, Lachs gegrillt, der allerechte, ja. Aber auch Lachs, ne? Lachs auch wieder fettig, ich sag's euch. Lachs fettig, Avocado fettig, Erdnussmus fettig, merkt ihr wie das? Das ist, aber es ist auch, man muss sich da erstmal reinfuchsen. 60 Gramm Kohlenhydrate, 43 Gramm Eiweiß, 39,8 Gramm Fett. Aber überleg mal, er hat in dieser Anfangsübersicht 58 Gramm Fette, die er täglich zunehmen soll. So, jetzt kommt natürlich aber auch noch ein bisschen Bewegung dazu. Keine Ahnung, das ist ja der Grundumsatz. Dann macht er noch ein bisschen, vielleicht nochmal Gym, keine Ahnung. Ja, dann lass ihn vielleicht auf Hälfte nochmal drauf, 60. Kommt er vielleicht auf 90 Gramm Fett, die er zu sich nehmen soll. Und hat jetzt mit dem Abendessen 40. Ja, Fette müsste man noch einen Schnuff runterkriegen, würde ich sagen. So auf 20. Fett, damit decke ich auf jeden Fall alles ab, was ich abdecken möchte. Ja, und das esse ich. Hätte ich jetzt trotzdem Bock drauf, sieht gut aus. Letztendlich. Ist geil, das schmeckt auf jeden Fall. Ich denke jetzt in den letzten Tagen auch nicht, boah, ich müsste jetzt unbedingt irgendwie eine Pizza essen oder einen Burger oder was auch immer. Gesundes Essen kann schon richtig lecker sein. Wie wichtig ist denn das Thema Schlaf für die Gesundheit? Ja, eins ist mir wichtig zu sagen, der Schlaf wird nicht in der Nacht gemacht, sondern am Tag. Das heißt, der Schlaf wird nicht in der Nacht gemacht, sondern am Tag? Alles, was du am Tag machst, wirkt sich in der Nacht aus. Du musst den Schlaf vorbereiten. Licht runter. Die letzten 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen bitte nicht LED-Stimuli in Form von hellem weißem Licht. Und vor allen Dingen wirklich Ruhe. Keine aufregenden Filme, keine aufregenden Diskussionen. Das geht, also das funktioniert bei mir irgendwie nicht, sage ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, da ist auch jeder unterschiedlich. Also bei mir ist halt gefühlt bis eine Minute, bevor ich einschlafe, bin ich am Handy oder irgendwas oder am Machen oder... So, wenn 2-3 Stunden, was mache ich denn in den 2-3 Stunden, Chat? Warte mal. 2-3 Stunden, keine Stimuli mehr. Auch keine körperliche Stimuli. Ich sag's euch ganz ehrlich, beste körperliche Stimuli plus visuelle Stimuli gleichzeitig plus akustische Stimuli und dann Abfahrt, Augen zuschlafen. This is the shit. Buch lesen. Ich hab's immer wieder probiert. Ich bin kein Leser.
Bin ich nicht, krieg ich, das ist, und schon gar nicht. Also wenn ich mal lese, dann sind es wirklich gefühlte Sachbücher oder Biografien, die meinen Kopf richtig anregen, das ist die Bücher, die ich durcharbeite. Wenn ich sagen würde, pass auf, heute mal 2 Stunden vorher, ich lege das Handy weg, ich mache das Licht schon mal runter, ich mache auf entspannt, dann lege ich mich hin, schlafe ich ein. Ich müsste mich da wach halten. Was mache ich denn da 2 Stunden lang? Puzzeln oder was? Diskussionen, keine Nachrichten oder ähnliches. Und vor allen Dingen kühle Räumlichkeiten, damit du wirklich abkühlen kannst. Warme Füße, kühler Kopf, dann... Warme Füße, kühler Kopf. Bist du in einem Tiefschlaf, relativ schnell. Also, es sind jetzt schon ein paar Tage, an denen ich mindestens 8 Stunden die Podcast hören? Ja, stimmt. Pass auf, jetzt ganz, ganz weirde Sache. Wisst ihr, was ich mir reinziehe, wenn ich abends merke, ey, es ist jetzt schon spät, ich sollte jetzt wirklich langsam mal schlafen, ich brauche ein bisschen was, was mich so runterfährt. Wisst ihr, was ich mir dann reinziehe? Kommt ihr nie drauf. Ein Dübel. Ah, nee. True Crime? Nee. Gemischtes Hack? Nee. Keine Podcast. Keine Podcast. Goggins, 3 Fragezeichen, BahnTV? Nee. Ich, Mediashop? Nee. Ich löse es auf. Ich gucke mir tatsächlich MMA-Kämpfe an. UFC. Und ich penne meistens in der ersten Runde schon ein. Fragt mich nicht warum. Ich weiß es nicht. Es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich kann mir das tagsüber angucken, alles gut, aber wenn ich abends auf entspannt sage, jetzt gehe ich nochmal rein, jetzt gucke ich nochmal, boah. Erste Runde, weg. Nacht geschlafen habe und ich muss sagen, das funktioniert echt erstaunlich gut. Beruhigende Geräuschkulisse, stimmt, es ist immer dieses. Das ist vielleicht das, was mich so ein bisschen beruhigt und so runterfahren lässt, ne? Ja, stimmt. Und dieses. Das könnte sein. Das ist diese gewisse Entspanntheit, die dabei rumkommt. Ja, ja. Gut, also ich glaube auch dadurch, dass ich gerade so viel Sport mache, bin ich abends einfach so platt, dass ich gar kein Problem damit habe, einzuschlafen. Fühlt sich auch gut an, so mit 8 Stunden. Ich schaue dich und penne durch deine ruhige Stimme ein. Okay, das ist auch stark, das würde ich euch übrigens empfehlen. Guckt gerne meine Videos zum Einschlafen. Lasst die dann aber laufen, auch im Autoplay. Dass wenn ihr jetzt, sage ich mal, so 8 bis 9 Stunden schlaft, dass dann wirklich auf eurem Handy oder sowas wirklich 8, 9 Stunden meine Videos durchlaufen. Das ist wirklich, da habt ihr die optimale Regeneration. Und mein Konto wächst. Stunden Schlaf, da habe ich auf jeden Fall ganz gut Energie so tagsüber. Also von der Schlafseite her, alles top. Ich habe immer mal wieder Probleme mit Hautunreinheiten und ich hätte eigentlich gedacht, dass sich die gesunde Ernährung positiv auf meine Haut auswirken müsste. Ja. Aber das war irgendwie gar nicht so. Irgendwie ist meine Haut im Moment super unrein. Also seht ihr das? Überall 1000 kleine Pickel. Kann das sein, dass das dazu kommt, weil der Körper jetzt sich erstmal umstellt und quasi erstmal, ja, wisst ihr, wie ich meine? Dass es erstmal eine Veränderung für den Körper ist und der erstmal gar nicht draufkommt und erstmal jetzt Schadstoffe rauslässt vielleicht? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Hey, entgiftet? Ich frag mich nicht, wo das herkommt. Ja. Stimmt, das war doch bei Affe irgendwie auch so, oder? Ist das so eine Entgiftung? Entgiftung, alle schreiben Entgiftung durch Umstellung. Jetzt hat der Körper erstmal die Möglichkeit zu entgiften, entgiften, Umstellung. Ja, ja. Entgiftung, schreiben alle Entgiftung. Zu viel Fett, ja, könnte sein. Ich habe mich gerade gewogen und ich wiege heute zum ersten Mal unter 70 Kilo. Krass, also. Ja, das ist jetzt aber keine Sache, wo man stolz drauf sein sollte. Das war ja gar nicht mein Ziel, irgendwie großartig abzunehmen. Aber das habe ich... Muss da rein in den Muskelwachstum. Ich dann wohl getan. Es gab aber auch Tage, an denen es wirklich schwer... 70 Kilo, Alter. ...war gesund zu leben, weil mein Zeitplan ein bisschen anders war. Wir haben gerade 23 Uhr, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich war irgendwie in Hamburg, hab gedreht und ich hab's heute nicht geschafft, Sport zu machen. Ist ein bisschen ärgerlich, hab den ganzen Tag gedreht, bin dann wieder von Hamburg wieder zurückgefahren. Ich hab's immerhin hinbekommen, so ein bisschen die Ernährung zu beachten, aber ich glaube auch, dass irgendwie zwischendurch mal ein Tag ohne Sport auch ganz gut ist. Regenerationstag oder so. Man kann sich's auch schön reden, meine Freunde. Na klar. Sei nicht sauer auf dich, wenn es mal einmal schief geht. Es ist niemals die Tagesbilanz. So. Richtig, ist immer das Ding. Das heißt, dann machst du einfach am nächsten Tag, wo du eigentlich einen Pausentag hättest, machst du da halt Sport. Und immer die Wochenbilanz. Richtig. Wenn ich weiß, an einem Tag habe ich mal ein bisschen gecheatet beispielsweise, am anderen Tag korrigiere ich das sofort, ohne dass mir das schwerfällt. Irgendwie fällt es mir gar nicht so leicht auf meinen Ausgang.
Wie groß ist er? Das ist eine gute Frage. Also ich bin 1,83 und wiege 83 Kilo. Gerechneten Proteinbedarf. Oh, jetzt guck mal hier. Ah, guck mal hier, ne? Jetzt ist er bei 84 Gramm Fett, die er haben sollte. Weil er halt auch ordentlich verbrannt hat. Oh, was ist denn hier los? 78, ja, reingeschissen. Bei 2000 Kalorien nur 78 Gramm Eiweiß. Ja, das ist, nee. Da sind die, da müssen die geilen Lebensmittel rein, die dir den Eiweißschub des Lebens bringen. Zu kommen, weil so mega viel Eiweiß ist in den meisten Lebensmitteln dann doch nicht drin. Deswegen will ich jetzt noch einen Proteinshake trinken, damit ich heute halt auch... Ja, aber da auch nicht mal ein Scoop rein, sondern auch mal drei. ...auf meinen Proteinbedarf komme. Aber das Geile bei dem Proteinshake ist, dass er so ein bisschen wie so ein Milchshake schmeckt. Und das ist eigentlich ganz geil, weil ich hier gerade nichts Süßes essen darf. Mir ist was aufgefallen, und zwar ist gerade... Ja, Schulterdrücken, was haben wir hier? 12 Kilo? Was macht ihr Schulterdrücken, Chat? 7,5? Echt? Ich kenne die Handeln nicht, keine Ahnung. Ich hätte gedacht, dass das eine große Zehnerscheibe, also dass es eine Fünferscheibe ist, Fünferscheibe. Das sind 7,5er? Echt? Was macht ihr Schulterdrücken, Chat? Na, Maschine weiß ich nicht, was Maschine ist. Ich mache nur Kurzhantel. Ich glaube tatsächlich, Schulterdrücken bin ich gar nicht so schlecht. Also ich mache gerade Kurzhantel, ne, hier Dings, Kurzhantel, Sitzen, Schulterdrücken 22 Kilo pro Seite, also Kurzhantel. Die kriegst du schon richtig beschissen hoch, die musst du dir so auf die Knie rauf machen, dann musst du mit den Knien das so auf die Schulter so raufwuppen, dass das geht. Kurzhantel 30 ist schon brutal. Kurzhantel 30 ist schon krass. Ne, ich mach 22, 12, aber 12 Wiederholungen. Und seitdem mache ich tatsächlich nur 12. Gerade jeder krank, also wirklich jeder in meinem Umfeld war jetzt schon mindestens einmal erkältet. Aber ehrlich. Aber ich noch nicht. Und ich glaube wirklich... Das liegt an den Fetten. Dass das mit meinem Experiment zusammenhängt, weil sowas wie gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter, das empfiehlt ja eigentlich auch jeder Arzt, um nicht krank zu werden. Und ja, ich glaube wirklich, dass sich das Ganze positiv auf mein Immunsystem auswirkt. Und das ist echt ziemlich geil. Also, ich hoffe, das bleibt so. Training geschafft. Die 30 Tage sind vorbei, das heißt, ich mache jetzt noch mal eine Nachheruntersuchung und bin sehr gespannt, ob sich meine Werte verbessert haben. Das wäre so witzig, wenn ihr jetzt eine Nachheruntersuchung macht und es ist einfach schlechter als vorher, oder? Hallo Volker. Hi Felix. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Ah, guck mal, da haben wir's. 1,78 groß. Und 70,5 Kilogramm schwer. Ja, okay. Das ist ja erstmal die. Das hat ja erstmal noch nichts zu sagen, ne? Eigentlich wäre natürlich jetzt Körperfettgehalt und Muskelfettgehalt wäre natürlich ganz spannend, aber das sehen wir hier gerade gar nicht. BMI ist eigentlich Bullshit, oder, Chat? Ganz ehrlich? BMI ist aber so eine Angabe, die bringt dir ja gar nichts. Ich glaube, BMI wird doch nur aus Körpergröße und Kilogramm berechnet. Was ja völliger Bullshit ist. Weil du kannst ja, also je nachdem, was. BMI ist völliger Müll. Also, weil du kannst ja, jetzt als Beispiel, du kannst ja 1,80 sein und 90 Kilo wiegen, aber du kannst ja 90 Kilo gefühlt bodybuildermäßig komplett Muskeln haben oder du kannst einfach fett sein. Visceralfett, ja stimmt, es gibt auch noch so Organfett und so ein Kram, das sind die spannenden Sachen eigentlich. Und wie sieht's aus? Wie sind die Werte? Also Felix, du hast echt einen rausgehauen. Man sieht Veränderung. Okay. Was schon mal so auffällt, grob kann man schon sagen, abgenommen. Ja gut, das kann auch Wasser sein und keine Umstellung. Das ist auch immer mein Call, weil das merke ich auch oft bei der Damenwelt. Ganz ehrlich, scheißt mal bitte auf diese Kilogrammanzeige auf der Waage. Das ist völliger Bullshit. Das ist vollkommen dumm. Wer mit Sport irgendwie da anfängt und anfängt unter Ernährung und da anfängt, sein Selbstwertgefühl über die Kilogrammanzahl auf der Waage zu definieren und seine Leistung daran zu messen, das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Das kann man, gerade bei Frauen, eventuell sogar noch Hormonschwankungen, dies, das sein, dann Wasser, ja, nein, bla. Dann hast du Fettaufbau, Muskelaufbau, dann wiegst du nachher noch mehr, bist eigentlich trainierter, aber hast... Bullshit.
Ist es wirklich so? 3 Kilogramm, auch fast 3 Kilogramm Fettmasse. So, jetzt wird's hier gerade, jetzt wird's spannend, okay. Prozentuale Fettmasse, aber ist die gemessen? Wahrscheinlich schon, ne? 19,3, das ist schon recht viel, oder? Boah, scheiße, wie viel hatte ich denn? Oh, ich hatte das doch neulich mal gemessen. Ja, grüner Bereich. Aber die Frage ist ja, an wem misst du dich? Das ist doch die Frage. In was, ne? Das ist doch genauso das Ding. Du kannst auch sagen, ich vergleiche mich mit einem Sonderschüler und dann sage ich, ich bin schlau. Ich bin im grünen Bereich. Ja, ist immer die Frage, wo, an wem misst du dich, ne? Deswegen ist jetzt hier im grünen Bereich, bla bla, wäre für mich erstmal vollkommen Latte. Ohne Avocado wäre bei 15, ja, glaube ich auch, ist es wie das Fett. Boah, nee, was hatte ich denn? Keine Ahnung. Ich wollte kurz zeigen, was ich damit meine. Ist jetzt auf Männer bezogen, links in einem Tab. So, das meine ich. Naja, da ist er hier bei 20. Naja, gut, das kommt schon ein bisschen hin, so, ne, von dem, was man gesehen hat. Aber dann kommt das hin, ich glaube, ich war in der Meinung, ich war so um die 10, 9,5, 10 oder sowas, als ich gemessen habe, wenn ich mich nicht irre. Ist natürlich auch schwankend, also es ist komplett unterschiedlich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel tatsächlich, bei mir jetzt irgendwelche Videos von irgendwann seht oder sowas. Es gab sicherlich Safe-Phasen, wo ich auch irgendwas 13, 14 hatte. Ich glaube aber, bei der letzten Messung hatte ich irgendwie 9,5 oder 10. Wenn ich mich, aber vielleicht labere ich auch gerade scheiße. 10 ist ultra wenig, da ist Sixpack da, wenn man nicht trainiert. Ja, aber ist ja, leichter Ansatz ist ja da. Und das ist jetzt eine scheiß Beleuchtung. Das ist ja schon, ne? Ich glaube, so um die 10 sind's gerade. Und, 10, was 12, wir noch gemessen haben, der Bauchumfang. Oh. Das ist satte 3 cm weniger. Interessant auch das viszerale Fett. Das viszerale Fett ist das innenliegende Bauchfett. Ja. Das, was man gerade bei Männern so als Bierbauch bezeichnet. Da hast du 0,3 Liter weniger. Also hast da abgenommen, wo es auch eben sein soll. Ja. Du hast allerdings Muskelmasse nicht großartig zugenommen. Ah, ist ähnlich gleich geblieben. Ja. Pass auf, mein Call. Warum hat er keine Muskelmasse zugenommen? Ist jetzt komplette Spekulation. Aber ich würde aus dem Bauch raus sagen, zu wenig Proteine. Haben wir ja ein bisschen mitbekommen. Das Eiweiß wird einfach nicht ausreichen. Das Eiweiß ist quasi gefühlt da, um das zu halten, was er hat. Und, ja, jemand schreibt nicht ordentlich geballert. Ich glaube, also ich kann es mir vorstellen, ist jetzt aber, ey, es ist komplett ins Blaue reingeredet. Nicht hart genug trainiert, nicht genug Muskelreize gesetzt. Aber selbst wenn er es gemacht hätte, bringt es dir ja nichts, den Muskel zu reizen und quasi, ne, aufbauen zu wollen, wenn du halt die Bausteine dafür nicht hast. Du brauchst die Proteine, damit das Ding halt sich aufbauen kann. Wenn du die nicht, dem Körper nicht gibst, naja, dann passiert doch nichts. Da kannst du so hart trainieren, wie du willst. Kalorienüberschuss fehlt. Ja, quasi theoretisch, wenn der Muskel aufbauen will, müsste auch noch ein Kalorienüberschuss kommen, ja. Aber ich denke, hauptsächlich sind es die zu wenigen Proteine. Das ist ja das, was wir auch in den Nahrungsdingern so ein bisschen gesehen haben, in den Übersichten gesehen haben. Und wahrscheinlich könnte das Training auch, könnte ich mir vorstellen, Vermutung, noch ein bisschen mehr an die Kotzgrenze gehen. Da wäre es nochmal wichtig, gerade ja, Proteine nochmal verstärkt zuzunehmen. Aber was da schon interessant ist, die Zellqualität, der Phasenwinkel. Und da hast du satte 5% Zulauf. Okay, das sagt mir gar nichts. Phasenwinkel, okay, da habe ich gar keinen Plan von. Habe ich noch nie gehört, was das ist. Also die Qualität der Zellen, der Muskelmasse, das ist, hat sich definitiv verbessert. Das sind also die Ergebnisse. Also ich sehe nur eins, er hat sich rasiert. Geil! Ergebnisse nach. Ja, man sieht, ich würde sagen, man sieht doch am Bauch, sieht man dort. Die 3 cm, die sieht man. 30 Tagen so. Ja, gut, hier hat er jetzt die Faust, hier spannt er an, deswegen siehst du ein bisschen Trizeps. Hier hat er auch eine andere Körperhaltung. Guck mal, wie gerade er hier steht. Hier ist er gebückt. Aber ich sag ganz ehrlich, da muss man nochmal angreifen hier. Da sehe ich die große 365-Tage-Transformation. Gesund wie möglich leben. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen abgenommen, aber ich bin auch etwas enttäuscht, dass ich nicht wirklich Muskelmasse aufgebaut habe. Ja gut, aber das, ja. Aber es ist ganz klar zu sehen, woran es liegt. Weil ich habe halt wirklich viel Sport gemacht und auch krass auf meine Ernährung geachtet. Aber das ist böse gesagt ein Beispiel dafür,
Du kannst krass auf Sachen achten und du kannst krass viel machen. Du kannst deine ganze Ernährung tracken. Du kannst super viel oft zum Sport gehen. Aber du musst es halt richtig machen. Und die Ernährung für das, was er quasi vorhat mit Muskelaufbau, ist halt nicht richtig oder noch nicht gut genug. Thema Protein und so weiter. Und das Training vielleicht auch noch nicht intensiv genug. Vielleicht würde es auch reichen, dass er zweimal die Woche trainieren geht, als Beispiel, ja, aber da dann halt in die Reizung komplett reingeht, in das Muskelversagen, ja, in die Faserrisse. Paar Nüsse weniger, dafür ein bisschen mehr Magerquark, ja, ja. Wenn dieses Nussglas tatsächlich als Snack gedacht ist und der an einem Tag diese Nüsse wegsnackt, na, Alter, Happy Birthday. 30 Tage sind natürlich... 30 Tage aber auch knackig für eine harte Travo. Ja, 30 Tage reicht nicht aus. Reicht natürlich nicht aus. Natürlich nicht. Du musst dir schon mal so 3 Monate, ne, ist ja so ein typisches Ding bei so Transformationen, 3 Monate musst du dir schon was richtig Zeit nehmen und komplett konsequent durchziehen, damit du da auch wirklich richtig viel siehst. Ansonsten machen wir uns nichts vor. Dieses Thema gesunde Ernährung, Körpermuskulatur, Aufbau, dies, das... Das ist ein fucking Marathon, Alter. Du kannst nicht erwarten, dass du jetzt irgendwie da hingehst, da mal 30 Tage was machst und da plötzlich als Sascha Huber rauskommst. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich auch kein super langer Zeitraum. Und es geht ja nicht nur um äußere Veränderungen, sondern vor allem darum, wie ich mich fühle. Und ich habe mich echt gut gefühlt. Das ist also schon mal geil. Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich auch noch nie so gesund gelebt. Und auch wenn ich mich nicht wie ein komplett anderer Mensch gefühlt habe, habe ich schon einen großen Unterschied gemerkt. Und auch wenn es am Anfang etwas überfordernd war, auf einmal auf so viele Sachen achten zu müssen, haben sich meine Gewohnheiten relativ schnell geändert. Trotzdem muss ich auch sagen, dass das eine Menge Arbeit war. Also alleine frisch zu kochen und jeden Tag zum Sport zu gehen. Da ist dann der Punkt. Und das fühle ich komplett bei ihm, weil ich kenne es von mir auch. Du musst ein Mittelmaß davon finden. Du musst das clever anstellen. Dieses super Extreme, ja, führt dann dazu, dass du es halt nicht durchziehst. Deswegen, das ist auch typabhängig, aber wenn ihr was umkrempeln wollt, dann macht's Schritt für Schritt, meinetwegen auch langsam. Keine Ahnung, indem ihr zum Beispiel mal aufhört, überhaupt erstmal die ganzen Limonaden, Süßkram-Scheiß zu trinken und dafür halt irgendwie Wasser zu trinken oder Tee oder keine Ahnung was oder irgendwie verdünnte Sachen, wie auch immer. Das Wichtigste, um Erfolg in diesem ganzen Ding zu haben, ist nicht dieses periodische, kurzzeitige, ich mache jetzt die Trafo, ich mache jetzt die Diät, ich mache jetzt das Ding, sondern du musst das so dir basteln und so hinkriegen, dass du dein Leben umstellst. Gefühlt für immer. Nur dann funktioniert's. Und das ist, es kann auch Phasen haben. Ey, alles gut. Habe ich bei mir auch. Ich habe auch Phasen. Und wer mich lange verfolgt, und es gibt genug Videos, wo ich dann irgendwie mal irgendwo nackig durch den Fluss gehe oder schwimme und so, habe ich auch Phasen dabei, wo ich aussehe wie ein kleines Stück Scheiße. So, und dann habe ich wieder Phasen, wo es ganz gut aussieht und definiert ist. Das ist normal. Aber es bringt nichts, diese, ich mache jetzt mal hier Diät und so ein Scheiß. Das ist Quatsch. Ja, Consistency ist der Key. Richtig. Ja, Disziplin, um das Ganze umzusetzen, ist klar. Aber du brauchst diese, ja, Consistency. Das, alles andere wird dir nichts bringen. Ist nur für den Moment. Den kostet einfach Zeit. Aber wie ist das denn jetzt? Geht das denn überhaupt so 100% gesund zu leben? Nein, das geht natürlich nicht. Weil es gibt ja viele andere Faktoren, die du gar nicht im Griff hast. Aber das, was du im Griff haben könntest, Bewegung, Ernährung, Bearbeitung des Stresses, den Schlaf und vor allem auch den Suchtmittelkonsum, wenn du das schaffst, so ein bisschen in Bahnen zu halten, das ist, glaube ich, schon der erste Schritt. Und das, was ich nicht möchte, ist, dass man irgendwann in die Religion der Gesundheit sich ergießt. Und vor allen Dingen wird man nicht durch den Konsum von einzelnen Produkten gesünder oder besserer Mensch. Es geht nur in der Gänze von verschiedenen Systemen, die wir alle in Einklang bringen müssen. Video. Und das heißt, Körper und Geist geiles müssen vernünftig harmonieren, wie ein Orchester, was zusammenspielt. Welche Sport- oder Ernährungsexperimente soll ich als nächstes machen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Oh, ich hätte Bock, dass Tomatolix 30 Tage am Stück jeden Tag bumst. Das wäre A, ein geiler Titel, ein geiles Thumbnail, irgendwie auch witzig. Und es würde viral gehen. Keine Ahnung, wie er das hinkriegt, ob er das irgendwie organisieren muss oder ob er vielleicht auch da eine gewisse Investition tätigt, damit das funktioniert. Aber stellt euch doch mal vor, der geht zu einem Sexualwissenschaftler. Ihr lacht gerade, aber ey, mal ohne Scheiß, wie geil wäre das? Der geht zu einem Sexualwissenschaftler und sagt so, okay, was passiert, wenn ich 30 Tage lang bumse? Und dann richtig so mit Körper checken, dies, das, bam.
dann bumst er 30 Tage, also jeden Tag halt einfach so ein bisschen. Und guckt so, was macht das mit ihm so? Endorphine, Bam, Lebensgefühl, fühlt er sich besser, schlechter, was so. Die Idee muss jetzt aber in die Kommentare. Wie formulieren wir das? Videoidee, 30 Tage Sex, Selbstexperiment, Testosteronveränderung, hormonelle Entwicklung, Cardioaufbau, Lebensgefühl für die Wissenschaft. Das Ding geht viral. Und Abfahrt. Die Frage ist halt, ob er das überhaupt mitbekommt, ne? Scheiße. Naja. Wir haben unser Bestes getan. Schaut gerne bei Tomatolix vorbei. Wir gucken uns demnächst das Video an. 30 Tage Sex.